Weebahn. Oh, jemand greift ein Haus an. Ich rette euch, ihr Lappen! Cool. Der, Ich die werde das Schiff! außerhalb der Wüste bauen. Oh, ich hab die so Etwas abseits von gerettet. euch. Ich bin der Achtung, Einzige, Creeper, der Creeper, ab und zu Creeper! mal vorbeikommt. Bei wem? Oh, danke. Danke, dass du ihn abgefangen hast. Wo baust du aber nicht allzu weit Und weg? er hat das Haus nicht zerstört. Das ist Danke. schön. Naja, Nicht nicht zu weit ganz, weg ja. bauen. Wieso nicht? Ach, die Tür ist Danke halt blöd ist. fürs Hey, ich bin nicht so weit Okay. weg. Ich habe jetzt vielleicht 4, 5 Minuten, nee, nicht mal eine Minute lang gebraucht, um da hinzukommen. 1, 2. 1, 2. Ja. Gut. Nehmen wir eigentlich immer noch auf. Ja. Ja. Obwohl stimmt, dann hätte die es gesagt, wenn nicht mehr. Egal. Ey, das Haus ist ja chillig. Mir gehört die Schmiede und das Haus da, an das ich einen Erdblock neben die Tür gesetzt habe. Okay. Mir gehört. Oh, mein Mini-Schleim! Ich liebe Schleims. Was? Hier gibt's. Ach so, bist du im Swamp oder was? Was ist? Bist du. Moment, im Swamp spawn noch jetzt normal Slimes, oder? Überall auch, aber meistens. Echt, ich dachte. Spawnen. Soweit ich weiß, gibt es nur bestimmte Slime-Gebiete, ganz kleine, irgendwo. Dafür das Haus, wo ich gerade rausgekommen bin, ist meins. Da habe ich mich schon gebuddelt. Ich habe ein leeres gefunden und dann ein paar Fackeln reingesetzt. Das gehört okay. Jetzt Das kannst du haben. Ach so, das. Pff, meins ist viel größer. Das ist mir jetzt ja scheißegal, wie groß es ist. Ich will vor allen Dingen erstmal tief kommen, wo ich was finde. Ja, okay, dann mache ich dich einfach mal nach. Aha, das hier wird meins. Raphael, du kannst oh, doch ja, meine das Mini hier wird mit meins. benutzen. Wenn wir das nämlich effizienter machen, dann geht's schneller. Das ist mir egal. Ich bin dafür zu einzelgängerisch. Das war mir klar. Dann ist es mir nicht angeboten. Schneebälle. Obwohl unsere Bienen sind. Schneebälle. Oh, ich hab Wasser. Ich glaube, ich hab den Brunnen angebohrt. Au. Yep. Schneebälle. Die machen keinen Schaden, du Depp. Ey, ich hab ein Eisenschwert. Ich will auch Schneebälle. Moment, ich will auch Schneebälle. Ich will auch, ich will auch. Es wird endlich wieder Tag. Das ist schön. Ja, dann muss ich. Nein, mir fehlt ein Leder. Leder? Leder. Ich hab 2 Stück Leder nur. Gib mir ein Stück Leder, bitte. Warum? Ich will ein Lederüberteil haben. Was war das? Leder. LOL. Was war das? Nein. Haus ist kaputt gegangen durch ein Creeper. Wo? LOL, oh, das hat eine Höhle. Konnte ich nicht verhindern, ich hab den gerade erst gesehen, hab ich ihn weggeschlagen. Konntest du mich verhindern? Nein, konnte ich nicht. Konnte ich nicht! Ausreden über Ausreden. Ausreden, die wahr sind. Ja, das ist typisch Raphael. Ja, Ausreden, die wahr sind. Das ist wirklich typisch. Eine Stunde noch, dann ist XCOM fertig. Woo! Ist ja nix. Du brauchst noch das Renderprogramm. Dann kann sich der eine besoffene Penner, der die dummen YouTube-Channel gefunden hatte, sich darüber erfreuen. Super. Hey, Jens hat gesagt, dass er morgen allen seinen Freunden sagen wird, dass dieser Channel voll cool ist, dass sie ihn alle abonnieren sollen. Jens das waren dann ungefähr 40 Stück. Lol, ich habe hier Villager eingebunkert. Die ich habe jetzt blockiert. Ihr müsst ein Loch bauen, das einigermaßen groß ist und einigermaßen tief ist, aber so, dass sie nicht sterben. Eigentlich. Ey, Alter, was machst du in meiner Mine? Ich habe mir von deinem Typen gebratene Hähnchenbrust gekauft. Ach so, lol, der sieht jetzt glücklich aus. Lol, der tauscht Weed gegen Emeralds ein. Ja, hat auch schon eben einer bei mir gemacht. Das. Ah, ich habe für 18 meinen Emerald bekommen. Ah, bang, leck. Komm, komm, komm. Gut, in die Tiefe. Ich habe eine Kartoffel gegessen, es hat mir nichts gemacht. Okay. Shit happens. Das kann passieren. Übrigens, das Feld, bei dem jetzt 3 Blöcke Cobblestone sind, ist meins. Nein, da die 3 Blöcke Alter, Cobblestone Alter, hab ich nicht. Was bist du für ein Pisssack?
Felder werden nicht das Feld gehört mir, verpiss dich. Alter. Die Felder sind für alle da und jeder pflanzt nach. Ich habe aber keinen Bock, was anzupflanzen, was dann irgendjemand wieder nimmt. Ich bin damit schon überfordert. Alter, Raffi! Ja, was? Ja, was? Oh. Ich glaube, wir müssen dir nochmal sagen, was Kommunismus ist. Jo, eine vorherrschende Partei. Ich habe im Geschichtsunterricht richtig aufgepasst. Nein, ich meinte eigentlich, dass jeder was baut und jeder was anbaut und dafür jeder was davon abbekommt. Einer baut Häuser, ja, der nächste. Kommunismus. Ja, der nächste macht Weizen, der übernächste hat eine Schmiede, wo er Sensen herstellt und so weiter und so fort und alle kriegen das Brot vom Bäcker. Auch der Bauer, der den Weizen gegeben hat. Ich finde das System scheiße. Ich würde sagen, ich nehme mir alles selbst und das war's. Krieg dafür nichts. Dann habe ich ein steiniges Argument. Ein Schwert. Alter, nur weil ich deine Staatsordnung nicht respektiere, kannst du mich nicht umbringen. Doch. Herrscht in diesem Lande keine Demokratie mehr. Jetzt wird das ich gebe dir gleich Demokratie. Guck dir die Merkel an, dann weißt du, was Demokratie nicht ist. Das Gesicht ist nicht demokratisch. Stille. Ah, ey, Scheiße. Ich habe doch recht. Das Gesicht kann sich keiner angucken. Oder? Es ist deine Meinung. Deins nicht. Und du darfst sie behalten. Ja. Und wenn ich irgendwie mal texten sollte und die Rechtschreibfehler finde, dürft ihr sie auch behalten. Danke. Cool. Aber weißt du was? Ich bin so nett und weil du das System so magst, leite ich sie an dir weiter. Ich. Ja, komm, das ist doch was du willst. Malte ist bei dir gerade schnell. Ja, hab ich getroffen. Verdammt, die sollte Holz suchen. Ja, ich hab noch Holz. Holz suchen in der Wüste. Obwohl, das ist auch bestimmt interessant. Ist ein bisschen anspruchsvoller, nicht? Das ist sinnlos. Oder das. Wie man es nimmt, nach unsichtbaren fliegenden Einhörnern suchen, ist vielleicht auch sinnlos. Das heißt, vielleicht es ist sinnlos. Aber verstehst du, was ich meine? Trotzdem kann sich jemand damit beschäftigen. Ich meine, ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand an Gott glaubt. Ich meine, Dummheit ist nicht heilbar. Solche Leute muss man mitleiden. Dummheit ist nicht heilbar? Die Diskussion hatten wir doch heute schon mal. Was? Wieso es Gott wahrscheinlich gibt. Lol. Und alle Leute, die nicht glauben, dass es Gott gibt, informiert euch über die plötzliche Selbstentflammung. Ja. Stephen Hawking hat ja gesagt, Justus weiß nicht, wer Stephen Hawking ist. Ich weiß es. Ja, mittlerweile. Und ihr sagt der Name einfach nichts. Ich wusste, dass es dieser Physik, das ist so ein Physiker. Immer wenn ich diesen Namen höre, denke ich an einen Krüppel, der im Rollstuhl sitzt und nicht sprechen kann. Ja. Er kann sprechen. Naja, er kann mit seinem Auge zucken. Ja, ey, ich mag den Typen echt. Ich glaube, das ist Raphael nachpflanzen. Du kannst dir nicht das halbe Feld plündern und dann nichts nachpflanzen. Ach so, ich soll nachpflanzen, ja, meinetwegen, wenn das Feld allen gehört und ich von allen geklaut habe, dann pflanze ich ein bisschen nach. Oh Moment, nee, eine nehme ich wieder, mehr. Weil dann sind das genau 8, die kann ich gut braten. Ich habe ein paar zurückgelassen, passt schon. Nein. Lol, der bleibt hier jetzt drinne. Die halten das Ding, was ich hier habe, anscheinend für ein Haus. Das ist voll geil. Tun sie auch. Wenn das ein Dach hat, dann halten sie es für ein Haus. Müssen wir welche Wände, wo die Viecher nicht durchkommen, außer Spinnen. Es ist noch nicht mal dicht. Ja, müssen sie auch nicht. Wenn ein Dorfbewohner ist ein Haus, wenn eine Tür da ist und ein Dach drüber ist. Voll gechillt.
Winterwunderland. Kartoffeln. So. Oh, der ist hier eingesperrt und macht meine Tür die ganze Zeit auf und zu. Geh mal weg da. Da ist noch einer! Spawnen die nach oder was? Ja, nach einer Zeit treiben die es miteinander. Lol, jetzt hab ich ihm. Ich hab 5 oder 6 davon in meiner scheiß Mine drin. Ja, die haben es miteinander getrieben. Ja, terrorisiert ihn, terrorisiert ihn. Na geil. Vielleicht sollte ich das Ganze hier ein bisschen ausweiten. Wow, eine Stelle, wo die sich einfach nur vermehren. Ja, die sind jetzt unten in meiner Mine eingeschlossen. Dann wird das eher zu meiner Villager-Zuchtstätte, keine Ahnung. Zuchtstätte, wie das anhört. Ja, ne? Voll asozial irgendwie. Verdammt, ich hab den aus Versehen angegriffen. Egal, der handelt trotzdem mit mir. Ja, ja, das tun aber sie auch. Der kauft jetzt alles teurer. Ja, echt? Zeit. Muss nicht immer sein. Oh, dann, dann schubse ich ihn friedlich hier runter. Verdammt, das sind andere am Weg. Es sind so viele am Weg. Die müssen alle weg. Oh, ich habe eine Höhle gefunden. Es sind jetzt so viele. Ich glaube, ich schließe hier. Will wer mitkommen? Nein. Höhle erforschen? Ich habe auch eine Höhle. Ja, dann komm zu mir und hol mich an. Creeper-Schlag doch da. Kein Bock zu. Obwohl doch, ich komme mit Justus. Warte, ich hole jetzt mal kurz noch Equipment. Verdammt, warum? Ich habe keine Kohle mehr. Ich habe schon ein bisschen ausgeleuchtet, aber ich habe noch nichts abgebaut. Kannst du mit mir teilen dann? Ist auch Eisen drin. Ja, wir teilen das alles durch 2. Ja. Ich bin gegenüber der Schmiede, schräg gegenüber. Ja, ja, ich komme gleich. Ich komme gerade hoch. Oh, ich glaube, ich habe gerade eine. Oh, Kohle. Wie lange spielen wir jetzt eigentlich keine schon? Ahnung. Weiß ich nicht. Justus, warum verkackt dein Internet eigentlich? Wir haben A21 angefangen. Also in einer halben Stunde. Also entweder verkackt jetzt mein Internet in 7 Minuten, weil meine Eltern mit Parents, Friends und Fritzbox sperren, oder ich kann auch ja, eine halbe Stunde länger. Ich weiß auch nicht. Lol, ich habe das mit dem PC genau so formuliert, dass du nicht unbedingt das erwähnen musst, falls du das vielleicht peinlich gegenüber dem Besowski findest, der sich das Video vielleicht anguckt, aber naja, selbst schuld. Das wäre ich doch scheißegal. Ja, na gut. Die Parents Sperre kann ich. Falls ihr irgendwelche Tricks haben, wie ihr das umgehen könnt, schreibt es in die Kommentare, damit Justus auch endlos zocken kann. Also Fritzbox, damit Justus ist Leben endgültig. Das einzige, was wichtig ist, ist Fritzbox, da, weil Parents Friends weiß ich, wie ich es entfernen kann vom PC. Ja. Tust du. Schon auch wieder, das haben wir zusammen rausgefunden. Also Fritzbox, WLAN vor allem, WLAN. LAN geht nicht. LAN habe ich schon ausgetestet. LAN haben wir selbst mal probiert. Ja, und dann hast du 7 Tage, 3 Tage kein Internet mehr. Richtig. Und meine Eltern haben es mir auch zusätzlich gesperrt danach, eine Zeit. Ja, Internetsperren sind schon zum Kotzen. Ich wette, los, der Besowski versteht dich. Gut, bist du schon bei mir beim Haus? Ja, oder? Mit dem Besowski ist höchstwahrscheinlich Jens gewalt. Jens erkennt dich nicht. Hab Verständnis. Wahrscheinlich wird Jens mich nach deiner Adresse fragen. Und wir dann bei dir zu Hause klingeln, damit dir die Fresse schlagen. Na, sorry. Er wird sagen, hast du verdient. Malte, wo bist du? Ich kenn jetzt nicht. Ich komme gerade. Da kommst du. Ja, siehst du mich und meine geilen Pens? Meine geilen Designer-Pens? Ja. Raphael, wo bist du? Ich brauche nämlich einmal noch ein Leder von dir. Leder? Warum? Ein Stück Leder, bitte. Was krieg ich dafür? Du bekommst 4 Brote dafür. Okay, das klingt fair. Nein, du bekommst keine 4 Brote dafür, du bekommst 1 Brot dafür, aber trotzdem. Ein Brot? Pff, scheiß drauf, ich kann mit Leder gerade eh nichts anfangen. Weil du Rüstung brauchst, du hier. Danke. Warte, ich mach mir kurz auch Brote. Was? Kannst du bei mir an der Werkbank.